So, hallo, willkommen zu City Skylines. Ja, ne, das ist unsere Stadt. Lass mal ein bisschen laufen. Ist ja schön, gell? Guck mal, der Bus füllt sich. Da kommt gleich der nächste. Nimmt die anderen Fahrgäste mit, vielleicht. Tatsache. Oh, das läuft ja. Das ist immer ein Anschluss hier in den Zug. Auch wenn der Dauer kommt. Also, haben wir noch eigentlich alles ganz gut hinbekommen. Bin jetzt halt noch immer überlegen, wie wir das hier weiter gestalten. Da werden wir ja so lassen. Das werde ich wahrscheinlich auch so lassen, weil das ein Fußweg ist. Und ansonsten haben wir hier unseren coolen Berg. Der ist eigentlich echt schön bewohnt aus. Wir haben überlegt, der war vorher nicht da. Dann macht das so durchaus was her hier, ne? Was halt vielleicht noch wichtig ist, dass wir hier später noch was machen. Dass hier noch irgendwas hinkommt, weil... sonst sieht das so öde aus. Finde ich zumindest. Sag aber nicht, dass wir jetzt hier Durchgangsverkehr haben. Doch, Tatsache, liefert Waren. Wir haben jetzt hier Durchgangsverkehr. Ich möchte das aber eigentlich nicht. Dann warte mal, wir machen so einen komischen, coolen Bereich. Lass mal so einen coolen Bereich machen. Hier. Und bis da. Ist dann... Ich könnte es nicht wie Berghain oder sowas nennen, das wäre jetzt voll witzig. Aber, Berghausen oder so. Berghausen, Richtlinien. Und zwar wichtig ist hier Parks und Erholung. Park ist immer schön. Verteilung von Rauchmeldern lassen wir mal besser kostenlosen Nahverkehr auch. Wobei Diener kann ja kostenlosen Nahverkehr geben. Den drei, die da wohnen. Dann fahren die vielleicht weniger damit. Wichtig ist jetzt noch, dass wir pädagogische Zeppeline, Besteuerung, Stadtplanung. Verbot für starken Verkehr. Verbindliche Lösung dafür, dass es optionale Routen gibt. So. Ne? Oder gibt es nicht was Anlieger oder so? Die sind nur Anwohner. Nur Anwohner und Geschäfte. Ja, genau sowas eigentlich hatte ich vor. Es war keine Altstadt, aber im Prinzip Altstadt Auswirkungen. So, vielleicht wollen das noch ein paar mehr, ein Müllwagen soll ja trotzdem durchfahren, ne? Ich glaube, Müllwagen ist auch trotzdem erlaubt. Es ist ja vielleicht ein paar tatsächlich mehr Bus fahren oder so, aber ich weiß es auch nicht. Ist der hier schon langweilig? Ziel... Alter, wo will der denn hin? Ich möchte dich mal gerne verfolgen. Das finde ich jetzt interessant. Aber das interessiert mich jetzt mal. Dich möchte ich mal gerne verfolgen, wie das funktioniert. Vor allem, er macht jetzt seit drei Tagen irgendwie... drei Tage erstmal auf einer Reise und dann, Alter, Latz, du bist aber echt ein krasser Typ. So, einsteigen, weiter. Das interessiert mich jetzt mal. Mit dem fahre ich jetzt mal mit. Mit dem Bus oder wahrscheinlich mit dem Zug und dann nochmal mit was anderem. Oder läuft der viel? Ich weiß es gar nicht. Hier steigt er aus. Was tut er? Ja, so habe ich das eigentlich nicht gedacht. Ich raff das nicht, was sie hier machen. Mhm. Und für was habe ich jetzt genau das da oben gebaut? So, Zug. Ist der Zug gerade weggefahren? Das hast du schon gesehen, gell? Da kommt schon der nächste, okay. Warum der rote Zug? Ach, ich muss den roten verbieten. Warte mal. Ich muss da Fernverkehrszüge verbieten. Mache ich gleich. Aber so schlecht kann unsere Stadt gar nicht sein. Wenn der so weit reisen möchte, freiwillig. Dann wird in die U-Bahn umgestiegen, oder wie? Aber ich finde das echt heftig, wisst ihr das? Steigt jetzt da aus oder bleibt da sitzen? Er bleibt hier sitzen. Ich weiß gar nicht, wo der nochmal hin möchte. Also wo genau das nochmal war. Sie fahren schon wieder in die City-Züge durch. Das finde ich schon wieder nicht gut. Ich muss mir das gleich mal anschauen. Aber das hier finde ich jetzt relevant. Sehr relevant. So, Krawusch. So, und dann steigt er hier in die U-Bahn oder in den Bus. Fahr du mal los, du anderer. So, Tote habe ich gerade das anders gemacht. Dem müsste gleich jemand kommen.
Warum hier so komischer Durchgangsverkehr ist, weiß ich ja auch nicht. Ach komm. So, jetzt steigt er hier aus und fährt mit der U-Bahn, wie es aussieht. Okay. U-Bahn eingestiegen wahrscheinlich oder steht das nur an dem Gleis? Ich weiß es nicht. Ich finde, was ist interessant. Ein bisschen viel rote Züge, gell? Aber ich glaube, das muss auch so. Sonst wartet er auf die U-Bahn und er wartet und er wartet und er wartet. Er wartet gefühlt sehr lange. Ach, er ist einer von der Linie, damit will auch kein Schwein fahren sonst, oder? Ich hab ihn verloren. Warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Sag nicht, ich habe jetzt die Zuglinie kaputt gemacht oder so. Bitte nicht. Ach, guck mal, Zuglinie 3. Ja, gut. Ja, nee, dann fährt er einfach mit der U-Bahn da lang und dann ist er wahrscheinlich da oder so. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht mehr, wo er hin mischt. Ist egal. Auf jeden Fall geht es um Intercity-Züge. Dass die unseren Rest hier nicht blockieren. Ach, die müssen hier durchfahren. Das ist auch blöd. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Dann lassen wir doch denen vielleicht mal die Möglichkeit, dass die das hier vielleicht machen oder so mit ihrem Wechsel. Keine Ahnung, dass sie sich halt nicht über den Bahnhof da fahren. Das ist halt dümmlich. So, jetzt müssen wir noch schauen, dass unsere neu gebauten Bahnhöfe... Da will jetzt echt keiner mehr hin. Ist egal. Mürtenhügel, Berghausen. So. Ne, das ist an dem Bahnhof, da keine Intercity-Züge fahren. Da wollen aber tatsächlich Intercity-Züge hin. Aber es blockiert unseren normalen Verkehr. Ich möchte das nicht. Es blockiert unseren normalen Verkehr. Aus. So, dich nennen wir jetzt einfach mal Bergbahnhof. Bergstation. Auch wenn es eine Talstation ist. Wir nennen es Bergstation, Talstation. Auch wenn ich es jetzt falsch geschrieben habe. So, dann haben wir da keine blöden Intercity-Züge mehr, die mich da stören. Die sollen das hier machen, da wo die Kapazität dazu da ist und nicht an meinem kleinen Bahnhof, ne? Mach das hier. Ehrlich, meine ich ehrlich, so. Weil wegen ist so, ne? Die Güterzüge rauschen dadurch, auch wenn die sehr leer sind, aber naja. Let them do this. So, we have a paar problems with the Feuerwehr. Where is the Feuerwehr? There are Feuerwehr. Oh. Ja, Polizei, du kannst auch gerne was machen. Ich glaube, der Park ist hinüber. Ich glaube, ja. Ja, ein bisschen verkohlt, aber gleich wieder spielen. Das ist wichtig. Ach, dann lass doch so. Ist okay. Ja, aber wenn du da oben wohnst, dann weißt du halt auch, dass da nicht immer sofort, wenn wir damit aussteigen... Ach, das ist leer. Was ist für ein Problem? Gebildete Arbeiter. Wir könnten denen doch eine Möglichkeit geben, durch den Tunnel dahin zu laufen, oder? Bei die haben einen Bus. Also von mir ist, beschwert euch mal nicht. Wenn einfach keiner bei euch arbeiten möchte, seid ihr vielleicht einfach nur scheiße. Ich habe das wieder so schnell eingestellt. Ich mache das wieder aus. So, wie sieht's denn jetzt aus? Eine langsame Wohngebietsnachfrage, was ich begrüße, weil ich sowas gerne mal wieder hätte. Aber auch von diesem Büro-Dings. Nehme ich euch denn irgendwie die Arbeiter weg oder so? Käufer für Produkte. Hm. Exportiert euren Scheiß doch einfach. Exportiert das doch. Die Frage ist, bekommt ihr das exportiert? Wahrscheinlich nicht. Wobei, da ist eine Strecke nach da oben. Ich hoffe mal, dass sie das exportiert kriegen. Ich glaube mal, das ist in Ordnung. So, ansonsten Sterberate, ganz kurz. Genau. Die ist jetzt langsam wieder auf einem Hoch. Und das heißt, dem sind wir jetzt hoffentlich zuvor gekommen. Und das läuft. So, städtebautechnisch. Hier ist es ganz schick. Ich bevölkere aber das hier vielleicht nochmal gerade ein bisschen. Die Frage ist, was wir hier mitmachen. Könnte natürlich Gewerbe machen irgendwie, aber wer soll das alles kaufen?
Da können noch ein paar Häuser hin, so. Wenn sonst wer das alles kaufen soll, das hatte ich die Frage. Bauen wir hier einfach sowas da an. So. Ampel bleibt weg, danke. Und dann können wir hier halt irgendwie schauen, dass wir so eine Attraktion machen mit dem Zug da. Dass wir das irgendwie einbinden. Dass wir es das nicht als Hindernis ansehen, sondern als Attraktion. Ob für Gewerbe oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir uns hier halt davon distanzieren. Heißt hier vielleicht nochmal ein bisschen was. So. Boah, drunter durch finde ich ja cool. Drunter durch finde ich mega. So. Dass das hier so Ende der Fadenstange ist, markiert durch Bäume. Wie immer, markiert durch große Bäume. Große Nadelbäume. Ganz große Nadelbäume. Große Nadelbäume, große Nadelbäume. Ich baue große Nadelbäume. So. Dass das halt ein bisschen abgeschirmt ist, dann kann hier für mich so ein bisschen Gewerbe hin, weil ich weiß nicht, auf dem Hügel wohnen ist okay. Und unten dann einkaufen ist auch okay. Was ist natürlich irgendwie diesem ganzen Verkehr da nicht wirklich zuträglich ist, aber ach, was willst du denn auch machen? Ja, kannst du auch nicht bloß da so rumjammern. Da könnt ihr gerne noch Gewerbe machen. Da wird dann gewohnt. Und dann wird vielleicht dieser Bus mal ein bisschen sinnvoll. Was ist denn das überhaupt für einer? Buslinie 10. Was tust du? Was tut er? Was macht er? Bitte was? Was machen die? Ich weiß nicht, was die tun. Sie tun irgendwas Dummes. Ich raff's nicht. Ach, durch den haben sie jetzt eine neue Route gefunden oder so, die schneller geht. Ach ja, keine Ahnung. Wie ist denn das jetzt? Lass mal kurz gucken. Hier, dann hält er da. Ja, aber die Linie geht doch so. Warum haltet ihr euch da nicht dran? Macht, was ihr wollt. Steigt man die da schon, macht, was ihr wollt. So. Solange das alles ein bisschen angebunden ist. Hier haben wir zwar das Verkehrschaos produziert. Hier ist bestimmt auch nicht mehr schön zu wohnen, oder? Ja, wobei es ist sowieso durch das Bahnhof ist sowieso nicht schön zu wohnen hier. So, rote Züge haben wir wieder reduziert. Die blöden Intercity-Dinger da. Und ja. Heißt, hier wollen wir noch ein bisschen hin. Ja, von da aus vielleicht nochmal. So. Dass wir dann einfach hier so ein bisschen so einen Greifarm noch machen. So, die Frage ist, was da hinkommt. So, ein bisschen näher, weil da ist ja hier Ende. Aber ich könnte hier eine Brücke bauen. Nicht, weil es sinnvoll ist, sondern einfach, weil es irgendwie süß ist. So. Wobei, das ist keine Brücke, das ist ein Vorkommnis. So, lass mal so machen. Hässlich. Aber ich glaube, das ist in Ordnung so. So eine kleine Brücke. Ja, ne, das waren so ziemlich, das sind wahrscheinlich die Relikte aus der alten Zeit, wo hier die Schienenstrecke noch gelegen ist. Ich erkläre mir das einfach mal so damit. Und da kommen jetzt einfach so ein paar Felsen hin. Darf da nichts drüber sein. Ja, dann
Ich möchte ja gerne so ein bisschen Stein haben. Ich weiß auch noch nicht warum, aber schon ganz ordentlich, oder? So, dann kommt hier noch ein bisschen so von dem Sandzeug dahin. Und schon sieht das so aus, als hätte es einen Grund, dass es hier so ist. Ist doch sweet, oder? Findet er nicht? Gut, dann kann ich auch nichts machen. So. Geschäfte wollen wir machen noch. Wollen wir machen da? Wollen wir machen da? Wollen wir machen da? Glaube ich. Ja, ist okay. Und dann wollen wir machen da ein paar Büros. Zwischendrin, so zu Buffer. Und da machen wir Wohnhäuser. Aber so kleine. Und hier können wir dann tatsächlich ein bisschen noch was von dem da so ein... dass es so ein bisschen Einöde hat, oder? Wir müssen noch so kleine Büschchen dahin machen, so von diesen... Ich habe gerade so ein paar Visionen. Ich weiß, merkt man, glaube ich, gar nicht. So von denen da ein paar, ne? So. Weil das wächst doch immer auf diesen Dingern da. So. Sowas wächst da immer. So, dann lebt ihr halt hier. Und das ist eigentlich auch ganz in Ordnung, oder? Du lebst sie doch auch schön hier. Ein bisschen in der Öde, aber eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht brauchst du noch einen offiziellen Park wahrscheinlich, ja. Was kostet der normale Park eigentlich? Trotzdem ganz viel Geld, gell? Bei 8 ist in Ordnung. Also ein bisschen zu groß. Was kostet der? 40. Hm. Man muss dann halt mal so weiter dran glauben, ne? Das finde ich aber auch ganz cool, immer noch mit dem Ding da und so. Ist hier ruhig? Oder kommt da der Lärm von drüben? Es geht eigentlich. Es ist eigentlich ganz angenehm. Wenn wir das nochmal ein bisschen strikter trennen. Mit Bäumen. Mit einzelnen Bäumen. So. Dann ist das auch strikt getrennt hier. Schick. Macht gleich viel mehr her hier. Und eigentlich könnte man das noch ein bisschen mehr ausgestalten hier. Aber ich finde das eigentlich so schon ganz cool. Schau mal, das hat dann auch so... Das hat aber auch was irgendwie, ne? Das hat durchaus was. Jetzt müssten wir da das gleiche eigentlich noch weiter durchziehen. Ein bisschen größer. So, dass diese Teile zur Bahn hin einfach so sind. Ne? Dass wir hier einfach so ein Gebiet haben, was so eine Art von Vegetation hat, weil es einfach ein bisschen steinig ist. Da vorne ist ein Berg und durch den Berg wird das halt einfach als ein bisschen so geröllig und steinig und so und deswegen sieht das hier so aus. Ja, doch. Gefällt mir. Ich werde noch zum Kartendesigner. Ach ja, ist ja schön hier. Sehr gute Auffahrt, sehr gute Auffahrt. Aber funktioniert ja nach wie vor eigentlich noch ganz gut. Ach ja. Was war das Schöne, als da vorher noch viel mehr Leute mitgefahren sind? Hat sich so ein bisschen reduziert, gell? Wahrscheinlich. Ich gucke mal, Sterbewelle kommt. Aber, warte mal kurz. Ja, ist jetzt nicht ganz so high. Also das war tatsächlich so wirklich das Maximum an dem, was wir je hatten. Das heißt, ich war auch nicht schuld dran unbedingt. Und deswegen können wir eigentlich echt ganz zufrieden sein. So. Ich würde vielleicht die Mitte des Kreisverkehrs vielleicht nochmal ein bisschen, geht nicht. Geht gar nicht. Ach doch. Ich verstehe zwar nicht wie, aber geht. So. Ah ja, okay. So, dass es hier so ein bisschen ist. Da am Ausgang vom Berg auch. Das auch mal eher weniger grün. Bisschen größer vielleicht noch. So. So, dann können wir uns das alles so ein bisschen machen, wie es uns gefällt. Ich glaube, da kann man optisch echt nochmal ganz gut was rausholen. Und auch da, wo diese Dinger da sind, ist auch immer ein bisschen eher brach als grün. So. Ich würde sagen, haben wir was geschafft. Haben wir schön gemacht. Könnt ihr natürlich gerne anders sehen. Oh, ist das schön. Wie viel auch in der Luft los ist hier bei uns, gell? Uns macht über Klingelingeling, Klingelingeling. Alle bekommen sie Geld wie Hölle oder grainen sich ab oder freuen sich.
Aber ist schon ganz geil. Vor allem, es läuft auch eigentlich noch ganz gut, dafür, dass wir eigentlich weit über dem Soll sind, was man dem Spiel ja zumuten kann. Von dem her bin ich zufrieden. Nur das hat er verkehrstechnisch noch ganz gut. Ja, ne? Können wir jo machen. Ist hier natürlich einfach noch ganz leer, aber das soll auch eigentlich so leer bleiben. Weiß gar nicht, gibt es jetzt im Sternenspiel irgendwelche Dekorationen dafür? Nee, gibt's nicht, gell? Oh, ein Beachvolleyballplatz. Ein sandiger Platz mit einem Netz, wo man Beachvolleyball mit den Jungs spielen kann oder mit den Mädchen. Kreativ. Skateboardpark. Wurden irgendwie so coole, hippe, trendige Menschen, die sowas brauchen? Ihr da, ihr habt kein Wasser, heißt ihr braucht einen Skateboardpark. Ihr bekommt ja euer Wasser. Ne? Ihr bekommt frisches, leckeres Trinkwasser vom anderen Ende der Stadt. Eine schöne alte Rohrleitung gepumpt. Jo. Jo. Ja, wenn ihr Arbeiter braucht, dann weiß ich auch nicht. Da hat's Arbeiter. Die müssen nur zu euch kommen. Müsst einfach Anreize schaffen. Wird einfach keine Arbeiten bei euch. Vielleicht auch hinwollen, gell? Süß. Ich finde das süß. Also, ich würde sagen, das Bergdorf hat so ein bisschen, hat seinen Charme. Soll ich hier so einen Wanderweg draufbauen oder nicht? Ich kann den immer wieder entfernen. Also halt den da als Wanderweg. Dass der, ja, eigentlich will ich das ungern verunstalten. Können das auch downgraden auf so einen, das sieht ja schon hässlich aus, ne? Ja, genau. Ich würde das gerne mal so lassen und versuchen, das Ganze halt mit so einem Feldweg zu machen, dass er so keine Brücken baut, sondern tatsächlich, dass wir da irgendwie dran langlaufen können. If possible. Ab hier halt nicht mehr. Na ja, gut, dann geht das halt bis hier. Keine Ahnung. Dann geht dann noch Wanderweg da hoch oder so. Geht auch nicht. Aber irgendwo muss man einen Wanderweg nach da oben machen. Können wir nicht, gell? Weil da oben ist auch noch irgendwie Licht dran. Keine Ahnung. Irgendwo muss da noch Licht auf, auf die Bergspitze. Boy. Nicht mal unbedingt. Das ist eigentlich ganz. Das ist eigentlich ein nicer Hügel. Mir gefällt er. So, Arbeiter werden da auch kräftig gebildet. Also. Arbeiter entstehen. So, und hier ist einfach nichts, oder wie? Keine Ahnung. Du müsst halt hier nochmal so ein Wohngebiet hin, gell? Theoretisch ja. Praktisch weiß ich noch nicht. Praktisch ist auch erst echt noch Folgenende, aber. Ist noch nicht. So, machen wir mal hier. Wenn es dann wirklich zu ländlich wird, hier, dann machen wir mal solche, die man da nicht so sieht. Und dann kommen da einfach wieder so kleine Wohnhäuser hin. Aber nur so kleine. Ich mag jetzt gerade wieder so kleine Häuser bauen. So, hier. Viele, viele kleine Häuser. Viele, viele kleine Häuser. Ja, das kann man doch so auslaufen. Ist doch das in Ordnung, oder? Kann man so machen. So, dann muss hier die geschäftige Straße, müsste eigentlich weitergehen. Wobei, da sieht vielleicht Bürogebiet auch ganz cool aus. So. Auf der anderen Seite weiter Shops. Und dann haben wir doch eigentlich ein ganz gutes Maß gefunden hier. Jo, haben wir doch gefunden. Ist eigentlich ganz schick. Da weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber ich finde, das hier umschließt den Berg ganz gut. Das bringt so diese Höhenwirkung da ein bisschen zur Geltung, oder? Oder sieht das nur ich so? Das ist ein schöner Himmel. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Auch wenn der Berg natürlich von der Seite ein bisschen attraktiver aussieht. Aber lübt, oder? Das lübt. Und es ist auch gar nicht so viel Verkehr, wie ich jetzt erstmal erwartet habe, dass wir hier haben. Weil das Ganze ja vom Rest tatsächlich recht abgeschottet ist. Gut, bis auf diese komische Verbindung da. Die aber auch zum Glück nicht so rege genutzt wird. Haben wir jetzt oben eigentlich weniger Verkehr im Gebiet. Tatsache. Da ist jetzt tatsächlich weniger Verkehr, so wie ich das gewollt habe. Und der Rest, der darf dann gerne dort unten lang fahren. Joa. Würde ich sogar sagen, das ist jetzt ein schönes Ende. Wenn auch. Ja, man kann auch mal ein bisschen im Dunkeln ein Ende machen. Ne? Man muss ja nicht immer warten, bis es hell wird.
mit dem schönen Himmel und unserem Dings da und so würde ich sagen, beende ich diese Folge. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.